Hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Altipack 2. Ja, und wir haben ja die ruhige Kommentierweise haben wir jetzt eingeführt wieder einmal. Durch die Musik, die schön theatralisch und aber auch beruhigend wirkt. Das ist doch schön. Und jetzt ist doch mit dem Glitchhop, das war zwar eine lustige Idee, aber puh, hat mich ganz schön gestresst. Das ist echt. Leute denken oft psychische Sachen. Die machen nichts aus, so unterbewusste Sachen. Die denken dann einfach so, ah, jetzt ist ja eh Schwachsinn. So, oder man ist eine Memme, wenn man darauf eingeht. Es ist, Sachen beeinflussen einen mehr, als man wirklich denkt oder auch sich zugesteht. Zum Beispiel auch sowas, das sind die kleinen Dinge im Leben. Hohoho, that's what she said. Die es aber ausmachen können. Ja, aber egal, wir wollen nicht schon wieder philosophieren. Unser Toastbrot dürfte fertig sein. Oh ja, tatsächlich. So, dann haben wir jetzt wieder was zu essen. Wunderbar. Two Steps from Hell ist sowieso eine sehr gute Band für alle orchestermusikmäßiges Gedönszeugs. Ist der Fachbegriff? Nee. Aber für so so für Cinematic oder Epic Trailer kann man das wunderbar verwenden, die Musik. Also das ist zwar sehr bekannt, dass, wie heißt denn mal das ganz Bekannte von denen? Null Ahnung. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es ist so, den Titel überlese ich immer schon so oft, weil ich denke, ah ja, das. Musikraten. Nee, nicht ganz. Aber wir wollen mal gucken. Wir haben ein bisschen. Oh Gott, ey. Wir wollen nochmal gucken, wie es denn aussieht mit dem Teleport-Pipe. Weil mir wurde geschrieben, dass man vielleicht dafür auch Kinesis-Pipes braucht. Würde Sinn ergeben. Ich mache erstmal eine. Dafür braucht man ja nur Diamantpipe und ein Rotstein. Flieg und Sieg. Fort damit. Und das Ding hat 10.000 RF pro Tick leiten. Und das ist mehr als genug. Da würde das nämlich hier unten anklemmen. Und das sieht schon so aus, als ob es gehen würde. Sagen wir nur hier unten Output. Ja, an der Seite. Und dann hier dran. Und mal wieder abmachen. Zack. Das sieht ja schon besser aus. Send only, send receive, einfach beides. Ist öffentlich. Frequenz 1. Und da bin ich gespannt. Wir brauchen bestimmt dann noch eine Pipe. Das macht auch Sinn. Ich glaube, so ging das auch damals. Das letzte Mal, als ich die Modifikation gespielt habe, war 1.4. Also, tut mir leid, dass ich das nicht mehr so kenne, aber... Ich kann es kaum kennen. Nochmal einen Rotstein. Ja, E, auf jeden Fall. Bei E macht der überhaupt nichts. The fuck? Okay, ja, dann macht er da halt nichts. Vielleicht macht er bei nee. E? W? Bei E macht der nichts. What the? Bei R auch nicht. Ich glaube wegen E, wegen Inventar, weil man das oft mal macht. Und eher wegen Invented. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Gut, da gehen wir jetzt mal in unsere dimensionale Welt, die wir uns hier aufgebaut haben. Kurz. Die FPS passt jetzt auch besser. Ich habe mal dieses Unshaders rausgenommen, daran lag das sicherlich. Und die Map wird hier nicht gespeichert, so wie es aussieht. Schade. Dann müssen wir uns halt immer in der Nähe des Portals aufhalten. Man hat immer noch die Koordinaten da oben. Ich nehme übrigens jetzt das erste Mal in 1080p auf. Ihr müsst sagen, ob die Qualität sich dadurch verbessert hat. Ich hoffe natürlich. Zack. Wir brauchen natürlich erst Markers Plus. Public. Send and receive. Ja, kann man ja receive only. Das müsste jetzt ja eigentlich klappen. Weil es ist ja... Ja, send and receive. Wir machen hier mal receive only und das andere send only. Und wir machen gleich mal Dimensional Anchor dabei. Haben wir noch ein Dimensional? Ne, haben wir nicht. Wir haben nur diese komischen Blocks hier. Iron. Ein Blöcklein.
Iron, dann können wir das direkt nehmen. Und Yold. Oh Gott, das ist auch, geht auch echt zugrunde, ey. Boah, Alter. So, ein Dimensional Anchor. Ich glaube, die correlate das vielleicht auch sogar selbst. Ich bin mir nicht sicher, ob das die gleiche Verhaltensweise hat. Aber ist mir Wurst. 9x9 dürfte reichen. Warte mal, wir gucken hier mal auf Overlay Loaded Chunks. Das ist alles vom Spiel und das ist hier nur Force Loaded. Also es ist eigentlich, im Vergleich ist das ein minimaler Bereich, wenn man sich bewusst macht, wie viel der Spieler schon lädt. Was ist das überhaupt mit dem Grünen hier? Ja, Crowley, ganz klar. Null, na, gar keine RF hat er. Aber wir haben auch nicht auf Send Only gestellt, wir Schwachmaten. Ich Schwachmat, eher. Ihr könnt ja nichts dafür, was ich hier für einen Scheiß mache. Oder das Ding leitet auch einfach gar nicht. Hier ist ja Push. Send Only. Public Frequenz 1, ja. Wir haben es ja unten hier eingestellt. Input, Output. Keine Ahnung, vielleicht muss man da wirklich eine Energiezelle zwischenstellen. Das können wir auch gerne machen. Wir haben ja eine. Ah, 8-Bit ist super. Vielleicht müssen wir die nochmal neu setzen. Public. Receive only 1. Ne, das wird wohl so nicht klappen. Ich stelle wieder hin und her springen. Dextory würde das wieder nicht mögen, aber wir nehmen zum Glück mit MSI Afterburner auf, dem es nicht so viel ausmacht. Da würde ich sagen, bauen wir das hier ab und bauen wir das hier nochmal ab. Und wir tun dann einfach eine Energy Cell rein. Energy, wir haben ja noch diese Hardened. Die ist super. Zack, wir müssen hier einstellen. Ja, genau, Output. Und hier von... Es ist ja praktisch von hinten, ne? Von hinten blau, also aufnehmen. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, dass man hier... Ah ne, dann machst du direkt hier dran. Das ist, dann kann man leichter das festlegen. Warum sieht man hier keinen RF-Fluss? Genau. Send only public 1. Orange war ja Abgabe, wenn man hier alles auf gelb macht. Blau geht natürlich auch, klar, aber der Rest kann ja auch gelb sein. Nur blau muss hinten muss blau sein, damit das aufgenommen wird. Und orange ist ja Abgabe. Also verstehe ich jetzt nicht, was das hier das Problem ist. Wir haben jetzt auch Chunkloader auf beiden Seiten. Und die Quarry wird ja Power beanspruchen. Nee, das klappt wohl nicht. Receive only. Langsam, das geht wie doof. Ja, geht also nicht. Ja, okay, wir haben Core Remote. Toll. Dann muss ein Tesseract. Ah, da hilft ja nix. The fuck. Oh, ein Backup. Zack. Dann werfen wir den Dreck weg. Fledermaus, stirb. So. Fort mit dem Code. Mit all dem Code eigentlich. Und wir gucken mal, wie wir einen Tesseract machen. Das ist, wird ein Tesseract werden. Ein Tesseract wird aus einem Frame gemacht. Ach, was? Oh, Enderium, ja. Du weißt, wie ich Enderium verabscheue.
Ja, dann kein Handglas mehr. Aber wir haben noch... Wir haben noch Obsidian. So. Obsidian haben wir noch. Hoffentlich haben wir Blei hier drin. Ja, wir haben Blei. Das ist ja aller Blei. Zack, zack. Da haben wir ein bisschen Handglasch. Okay, das verbraucht tatsächlich, warte mal, wir hatten noch 8 drin. Okay, das ist, Alter. Irgendwie gibt es seit neuestem immer ein Leckspike, wenn ich hier, in Nothing Items gucke oder so. Da verleckt die Smetry gar nicht mehr so. Ja, wie viel haben wir hier noch? 5 und jetzt Leckspike. Natürlich kommt das jetzt natürlich nicht. 1, 2, 3. Ja, 144 MB ist ja ein Barren, deswegen ist 72 natürlich auch die Hälfte davon. Wow, ich kann rechnen. So, erstmal ein ganz viel Handglarsch. Das war auch genau der Grund, warum ich das da drin gelassen habe, das Blei. Okay, jetzt kommen wir noch. Ja, jetzt kam der Lexback. Lexback. Lexboik. Der. Boah, jetzt wird die funky Musik. So, jetzt machen wir nochmal den Tesseract Frame. Geil. Und wir brauchen ja noch einen, um das... Geil. Um das, auch auf der anderen Seite aufstellen zu können. Ja, und aus diesem Frame... macht man mit Resonant Ender. Füllt man den, also brauchen wir, 2 Liter Ender. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir dafür brauchen. Wie viel kriegt man aus einer? Butz wird direkt übergeleitet. 250, also 8 brauchen wir dafür. Jetzt natürlich nur noch 7. Richtig geil. So, okay. Adios. Schade, dass es mit den Pipes nicht geklappt hat. Ja, es ist ein wenig schade. Und wenn wir dann wenn wir den Tesseract Frame voll haben, können wir dann nur noch mit ein paar Barren das schon fertigstellen. Also alles andere als teuer eigentlich für uns. Zack. Gott, das dauert zum Glück wieder lange. Wir müssen jetzt auch noch die Dingens machen. Marker Plus. Wir brauchen ja nur 3, ne? Also 36 Redstone, Alter. 36 Redstone. 36 Lapith. Oh nein, das Gold reicht nicht. Ich werde behindert. Nein. Das Gold. Das reicht nicht. 7, 14, 21. Ja. Geil. Wir haben zu wenig Gold. Oh, das kann jetzt nicht angehen. Nee. Das farme ich jetzt schon irgendwie. Okay, das Ding ist fertig. Den nächsten. Da rein kommt das ja. Ja, nee, dann werde ich das jetzt farmen und da sehen wir uns dann in Kürze wieder. Bis dann. So, und da sind wir auch schon wieder. Und es hat gar nicht lange gedauert, da haben wir schon genug Gold zusammengesucht. So, wie viel Gold brauchen wir denn? 7, 14, 21 Gold. Und wir haben 32 wieder. Ja, eigentlich kann man so... Ich weiß nicht, ob ihr da rechtsklickt, der ist bestimmt wieder alles weg. Ich kenne noch solche Systeme. Ja, 18. So, und noch. Tatsächlich brauchen wir jetzt auch noch 6 Glowstone. Krass. So, und dann ab in die Work. Krass. So, Enchant Mover. Weg mit dir. Zack. Jo, jetzt macht er alles, wie es auch nur geht. Wie gesagt, das Ding ist fertig geworden. Tesseract Frame full. Und jetzt können wir die beiden, ja gut, Endermarker. Jetzt können...
Ach stimmt, die werden ja ausgeworfen, so richtig beknackt. Ja, Tesseract. Zack. Eins. Und eins. Muscle Davis. So. Drei. Ja. Ja. Und weg mit dir. Naja, eigentlich kann man die stehen lassen. Egal. So. Und wir brauchen auch noch Redstone-Dirsch. Eine. Oh, das fehlt jedes befickte Mal, fehlen diese scheiß Dinger. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir, Dicke. Jetzt reicht's mir komplett. Oh, fuck. Ich hab Rechtsklick gedrückt. Oh. Ach, es geht nur bei 64, ne? Ich dachte schon, der macht alles. Hui. 1, 2, 3. Ja, ja, so viele wollen wir dann doch nicht. Aber das dürfte erstmal reichen. Ja, Tesseract unten aufstellen. An der gewohnten Stelle. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und die Tesseract stürzen immer ab. Wie geil einfach. Gut, dass sich diese Stromzufuhr so elendig lange zieht. Wir kurz davor, wieder die Lava-Energie zu verwenden, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ach, deswegen Damage in Transceivers ist eigentlich das Gleiche. Nur halt mit diesen unnötigen Sachen. Wir brauchen noch Soulbinder jetzt. Das ist alles von Ender.io halt. Soulbinder und Slice and Spice brauchen wir. Ist absoluter Dreck einfach. Ja, oh, wir brauchen Enderman-Kopf. Noch einen dritten. Wow, super geil. Gut, dass man dafür die Köpfe so dringend braucht. Können wir ein Maschinenchassis noch machen. Solarium dürften wir auch noch haben. Ne, haben wir nicht. Warum auch immer nicht. Solarium war was nochmal? 4 brauchen wir. 4 Thousand, und 4 Gold. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ganz beschissen. Ich muss zwangsläufig dann auf Enderman. Ja, aber das kann gar nicht sein. Leuchtmittel. Ich habe elektrischen Stahl. Das hat man nämlich auch nicht gehabt. Aber gut, dass man das schon mal ein bisschen als Vorrat hat. Wir brauchen erstmal den. Wir brauchen einen Enderman-Kopf. Wir müssen zwangsläufig dafür ins Ende reisen. Das ist absoluter Scheiß, ist das. Ach, Mann. Naja, wir können uns den Dingens machen. Licky Books gibt's ja auch nicht mehr. Das ist alles behindert. Aber Mistcraft ist halt auch echt scheiße geworden. Früher ging das viel leichter. Jetzt haben wir zum Glück nur noch... Ja, ein Enderman-Head, der nicht reicht. Jawohl, zum Glück brauchen wir hierfür auch einen Enderman-Head, den man sonst nie herstellen kann. Slice and Spice noch. Honey Slice of... Das Brot kann verzaubern. Ich weiß, wo man... Pizza Slice hat einen Scheiß. Ja, Jeff hat das in Harvestcraft-Add-on. Sehr gut ist das. Okay, das gibt... Irgendeinem Kopf geht das. Wir brauchen nochmal ein Chassis. Eine Schere müssen wir uns machen. Und eine Eisenaxt. So, Solarium brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Soul. Wo auch schon wieder zum Glück, wieder Gold bei Flöten geht. Ja, das wird jetzt echt extrem scheiße knapp. Ja, dann haben wir hier noch. Ja, ja, und dann haben wir es fertig. Dann holen wir uns natürlich ein Head, den wir noch viel haben. Was für ein Head haben wir denn? Ja, Zombie, ja, ich nehme ganz klar Zombie. Wir haben jetzt vielleicht noch Skull, vielleicht mehr. 26. Head haben wir 31. Ja, wir nehmen Zombie. So. 4, 5, ja, 5 waren es, ne? Ja, 3, 4, 5, ja. Ach, was ein... Quatsch. So, zack. Ja, Skelett ist mir jetzt eigentlich auch Wurst. Schere ich mal wieder, wow. So, jetzt haben wir hier diese dämlichen Maschinen. Charger, Inscriber. Ich glaube, wir brauchen die... Unseren Lebtag brauchen wir diese Maschinen nicht mehr. Was zur Hölle? Zack. Was war das? Was zur Hölle war das? Ich will es gar nicht wissen. Aber das dürfte es jetzt auch gewesen sein mit der Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lang die jetzt exakt ist, weil ich habe ja, jetzt das sind jetzt ja 3 Folgenteile gewesen. Absoluter Schwachsinn.
Da würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir hoffentlich das Ganze ein bisschen erfolgreicher machen können. Aber ah, was ein Dreck das alles ist. Na gut, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.